Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Aufnahme von GTA 4. So, Leute, wisst ihr eigentlich, was ich an dem Spiel am meisten gerade eben mag? Sind die Crashes. Und zwar beim letzten Mal hatte ich ja den Ferrari Enzo, bin einfach links abgebogen, paar Meter weiter nach oben gefahren und bumm, das war's. Das Spiel ist abgeschmiert. Ich weiß nicht, woran das liegt und ich weiß nicht, ob ich das in irgendeiner Art toll finden soll, aber hey, schätze ich mal. Dann bleibt wenigstens mehr Action im Thema von Crashes. Leute, ganz kurz. Ich weiß noch nicht, ob ich das gesagt habe, aber ich weiß nicht. Nein, hör auf damit. Und zwar die Finger. Die Finger von den ganzen Skins hier sind leicht komisch. Zumindest der kleine Finger ganz außen. Natürlich der Außenseiter. Naja, deswegen. Ich finde es leicht interessant. Und Leute, ignoriert einfach die Leiche da drüben. Ich habe total vergessen, wie mein Skin aktuell hieß. Deswegen, tut mir leid, Bodyguard. Ich meinte es nicht so. Und auch noch ein lustiger Fakt ist ja, jedes Mal, wenn sich dieser Charakter hier in irgendeiner Art dreht, sei es um nach hinten zu schauen oder so, tut dieser Halsbereich zumindest, ja genau das, tut es immer so komisch nach vorne strecken. Also ich weiß nicht, vielleicht kommt es mir so vor, aber trotzdem. Dieses Mal, Leute, habe ich den BMW 760 LE. Jetzt weiß ich nicht, ob das IL oder LE ist, weil laut dem Trainer von dem Carpack ist es IL und laut dem Fahrzeug selbst ist es ein LE. Deswegen tut mir leid, dass ich jetzt hier leicht verwirrt bin, aber ich bin halt eben leicht verwirrt. Oh Gott. Leute, erinnert mich mal daran, den Typen umzubringen, weil der nervt mich in letzter Zeit so arg mit den Anrufen. Aber okay, du kannst wieder kreuzweise, Peggy, das kannst du. Aber dieses Mal, Leute, werde ich wieder eine traditionelle Route fahren. Und zwar einfach den Wegpunkt entlang zum Pay and Spray. Naja, ursprünglich hatte jemand, den Vorschlag zum Clarking Bell zu fahren. Aber die anderen drei meinten mit einer vorgehaltenen Waffe, dass es vielleicht doch besser wäre, zuerst zum Pay and Spray zu fahren. Und danach, naja, essen zu gehen. Deswegen, 3, 2, 1, 0. Oh Gott, ich liebe es einfach so arg, dass der Skin von Brucey hier ersetzt wurde, also quasi, dass er mit dabei ist. Zeigt ihm, zeigt den, nicht ihm, sondern zeigt einfach den, was ihr drauf habt. Indem ihr auch manchmal früher schießt, okay? Ist das irgendwie machbar? Ja. Wow! Jetzt schon Platten, das ist sehr gut. Und noch ganz kurz zum Thema Innenraum. Ich weiß eigentlich, normalerweise zeige ich den eigentlich nicht oft, aber... Ich muss sagen, es hat jetzt leider auch wieder ein Intro, was jetzt ein bisschen komisch ist, sage ich mal so. Und zwar, falls ihr das da unten sehen könnt, die Marke von BMW ist umgedreht, glaube ich. Weil zumindest der Schriftzug fängt bei W an. WMB. Also ich glaube, das ist keine Automarke, deswegen schätze ich mal, dass es BMW ist. Ansonsten, es gibt bessere Innenräume. Ich meine zum Beispiel der Chevrolet Caprice. Und... Eigentlich Fahrzeuge, die von Forza zum Beispiel importiert worden sind, haben dort deutlich bessere Innenräume. Außer zum Thema vom Ferrari Enzo. Dieser Innenraum, der kam bei dem BMW M3 GTR sehr nah dran. Und ich habe gerade eben eine Taube entdeckt. Oh Gott. Nein, verschwinde, Van. Das Beste ist ja, ich wollte eigentlich nicht hier im Gegenverkehr fahren. Das ist ja das Beste. Oh Gott. Nein, bitte verschwindet! Oh Gott, warum musste ich so gegen die Straßensperre fahren? Ja, das erklärt natürlich vieles, warum ich nicht mehr so ganz lenken kann. Taxis! Da kommt ein Fahrzeug mit Leuten, die rumschießen. Und die Taki, die Takis, wie komme ich auf solche Namen? Und die Taxis oder auch andere Fahrzeuge schnallen das erst, wenn ich einen Meter neben denen bin. Also mal im Ernst, verschwinde. Wisst ihr, warum ich so einen Hass auf die Taxis habe? Ist jetzt nicht irgendwie wegen Real Life? Nope. Sondern weil die ganze Zeit im Most Wanted, also hier in dieser Serie, ich weiß, dass das Spiel nicht Most Wanted ist, aber trotzdem in dieser Serie, haben die sehr gerne gemacht, und zwar auf einer bestimmten ganz kleinen Brücke. Wenn sie dort zwei SWAT-Vans hinstellen, kommt man nur mit Geschwindigkeit und mit einem starken Fahrzeug durch. Und die Taxis haben nichts Besseres zu tun, als da reinzufahren und mir die Richtung zu blockieren. Oh Gott.
Tut doch was dagegen! Meine Güte! Oh, ihr seid so unnütz! Komm schon, Bodyguards! Steig ein! Bitte steig ein! Oh Gott. Nein! Na, 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 na. Oh Gott, ich glaube, das war die Grenze. Nein, nein! Zurück! Zurück! Komm schon! Komm schon! Oh Scheiße, das Fahrzeug raucht schon. Nein! Nein! Ich musste ja rausfliegen. So kurz vorm Ziel. Oh mein Gott, komm schon. Das ist einfach nur mies. Das ist einfach nur mies. Hm. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt noch. Nein, nein, nein. Noch besser. Ich werde es jetzt schaffen. Okay. Okay, doch nicht. Ich wollte mir aber gerade eben einreden, dass ich es trotzdem schaffe. Vielleicht geht's dann erst in die Luft, sobald ich halt dort bin. Tut mir leid. So kurz vorm Ziel. Crash ich, flieg raus. Meine Bodyguards, die stehen da einfach nur rum und werden von den Polizisten abgeknallt. Der Letzte hätte sogar noch einsteigen können, aber der Polizist wollte mich festnehmen, deswegen, ja. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Also, das war doch eine erfolgreiche Verfolgungsjagd, oder nicht? Nein, war es nicht, aber trotzdem. Oh mein Gott. Also Leute, das war jetzt erstmal eine weitere Aufnahme von GTA 4. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, hoffentlich passiert so etwas nie mehr wieder. Bis später.